Moin Moin, ich bin Malte von Handballhacks und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich als Handballtrainer aufs nächste Level zu bringen. Und heute habe ich dir eine Gegenstoßübung vorbereitet, wo deine Spieler gleichzeitig das Gegenstoßverhalten, aber auch das Abwehrverhalten gegen Gegenstöße trainieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bei diesem Gegenstoßspiel benutzen wir die komplette Halle und teilen die Feldspieler in zwei Gruppen ein und ein Torwart geht links ins Tor und ein Torwart geht rechts ins Tor. So, der erste, der jetzt startet, der hat noch einen Gegenstoß ohne Abwehrspieler und dann haben wir immer einen Gegenstoß mit Abwehrspieler. Das heißt, hier jetzt der Rote startet von mir aus, gibt den Pass zum Torwart, läuft, 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 bekommt einen langen Pass und wirft dann jetzt hier einen freien Gegenstoß aufs Tor. Direkt nach dem Wurf, na, wird er zum Abwehrspieler. Und der Angreifer darf auch erst starten, sobald der Wurf ausgeführt ist. Ja, also direkt nach dem Wurf darf der Angreifer hier starten, wirft seinen Ball entweder direkt zum Torwart oder rollt ihn hier rein. Da seid ihr auch frei und startet dann hier zum Gegenstoß. Und der Abwehrspieler muss aus dem Wurf direkt umschalten, hier in die Gegenstoßverteidigung. Der Torwart erläuft den Ball und wirft einen Gegenstoßpass zum Angreifer aus seinem Team. Der andere probiert, den Ball irgendwie abzufangen oder dann, wenn hier noch geprellt werden muss, den Ball rauszuprellen, irgendwie davor zu kommen. Vielleicht ist er auch schneller und kommt richtig davor, dass dann noch ein 1 gegen 1 gemacht werden muss. Auf jeden Fall probiert der immer, der geworfen hat, dann den Ball zu verteidigen. Jetzt kommt hier der Blaue meinetwegen zum Wurf und dann startet direkt der nächste Angreifer, rollt den Ball hier rein und geht zum Gegenstoß ab. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen relativ langen Laufweg. Ja, und von der Seite kommt, das heißt, da verändert sich immer, wie quasi der vorherige Durchgang läuft, ob hier jetzt ein 1 gegen 1 vielleicht zur Mitte passiert ist oder ob ein schlechter Pass vom Torwart kommt, der hier nach ganz außen kommt oder ein Pass nach hier hingezogen wird, wie auch immer. Das heißt, wir haben immer ein bisschen andere Abwehrsituation und dann muss der Torwart wieder den Ball erlaufen, spielt den Gegenstoßpass und dann haben wir hier wieder einen Gegenstoß 1 gegen 1 aufs nächste Tor. Immer der Werfer wird zum Abwehrspieler. Und der nächste startet, sobald der Ball geworfen wurde. Viele weitere Übungen und Inhalte rund um den Handball findet ihr auf meiner Homepage www.handball-hex.de. Macht's gut, ciao!